Ohne Seilbahn läuft einfach nichts. Eine Bergbahn bedeutet für eine Region unheimlich viel. Das fängt an, dass wir einen haufenweise Arbeitsplätze haben. Da kriegen wir unser täglich Brot. Ja, der ganze Alpenraum ist davon abhängig. Wir haben natürlich eine wunderschöne Naturkulisse. Und nachdem der Mensch natürlich auch in dem Bereich sich wohlfühlt, ist es ganz gut, wenn man das auch erschließt und auch touristisch das nutzt. Ja, wir müssen herzeigen, was wir haben. Ja. Letztendlich ist es unser Kapital, sonst ist der Alpenraum irgendwann einmal leer. Alpenverein soll ein bisschen vorsichtig sein, ich mag dem Mann, das ist recht gern. Aber sie sollten auch ein bisschen zuschauen und auch das Verständnis aufbringen, dass wir da leben müssen. Uropa, der Opa, der Vater, die haben ordentlich auf unsere Natur geschaut. Das tun wir heute auch und für die Zukunft ist das natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber wir wollen dafür kämpfen, dass wir zwar nachhaltig unsere Natur hier vor Ort nützen, aber dass das auch ein Lebensraum und Wohnraum ist und nicht nur ein Naturreservat. Zwei, drei. Wir müssen den ländlichen Raum auch da erinnern. Lebenswert machen. Und da braucht es eben auch solche Dinge. Ja, alles gehört ja dazu zu uns. Skigebiet, zu Skifahren, ja. Zu Österreich. Ja, schon. Ich bin voll stolz auf meinen Lift, ja. The Roleplay. Yeah? I agree with them, ja. Yeah. Kurbelt das Ganze an, die Leute haben Arbeit, das ist klasse. Schon gut, dass da einiges los ist am Berg und zwar im Winter und im Sommer. Ja, das Skigebiet ist da der Leitbetrieb in der Region, es ist der Motor des Tourismus und wenn man das Skigebiet nicht gehabt, dann gab es einen Haufen Jäger und ein bisschen weniger Wild. Bergbahnen sind für mich die Garantie, dass es überhaupt einen Wintertourismus gibt. Schneeschuhwandern oder Langlaufen ist zu wenig Arbeit. An uns hängen natürlich auch viele weitere Unternehmen, wie die ganzen Beherbergungsbetriebe und Gastronomiebetriebe. Weil ohne Tourismus schaut man ja auch ein bisschen alt aus. Waren wir wahrscheinlich abgelegen, doof, Völkchen mit ein paar Einwohnern. Mit der Seilbahn ist es eine Möglichkeit gegeben, dass wir da bleiben können. Wenn es den Bahnen gut geht, geht es ins Auerland.